Ihr, erhebt eure Häupter, öffnet die Augen zu den Hügeln und gebt Antwort nach tiefer Prüfung eurer selbst. Wer ließ es zu, das große Grauen des hoffnungslosen Seins Unrecht dazu? Und wer denn trieb die Finsternis in diese Welt zurück? Karthago, 1000 vor Christus. Dido, eine phönizische Prinzessin, landet auf der Flucht vor ihrem machtgierigen Bruder Pygmalion, der auch ihren Mann Sycheus aus Habgier umgebracht hatte, an der Küste des heutigen Tunesiens. Sie gründet dort die Stadt Karthago und wird deren Königin. Aeneas entstammt einem trojanischen Herrschergeschlecht. Er ist der Sohn des Anchises und der Göttin Aphrodite, der römischen Venus. Nach seiner Flucht aus dem brennenden Troja treibt Aeneas ein Sturm an die Küste von Karthago, wo ihn Dido gastlich aufnimmt. Hier im Königspalast Didos beginnt die Oper. Dido ist betrübt und wird von ihrer Freundin und Hofdame Belinda aufgemuntert. Belinda errät den Grund. Dido hat sich in den von den Schlachten Trojas erzählenden Helden verliebt. Von ihrem Gefolge wird sie ermuntert, ihrer Neigung freien Lauf zu lassen, denn auch Aeneas liebt sie. Wenn ich du meinet, dann doch um des Reiches willen. Habt etwas Mitleid mit eurem Freund. Ach, lass doch nicht in einem Feuer ohne Hoffnung einen Helden fallen und Troja noch einmal untergehen. Ach, Belinda, ich werde heimgesucht von unaussprechlichen Qualen. Fremd ist mir der Friede geworden. Ich schmachte, bis mein Kummer bekannt ist. Doch wollte ich, niemand errät ihn. Aus welchster Kummer bleibt er im Verborgenen? Der meine duldet keine Enthüllung. Dann lasst mich sprechen. Der trojanische Gast gab euren Gedanken ein, den größten Segen, den das Schicksal fügen kann, um unser Karthago zu retten und Troja neu zu beleben. Nachdem Aeneas sie um ihre Liebe anfleht, gibt sie nach. Wann, schöne Königin, werde ich erhört werden? Geschlagen mit Liebespein und herrschlichen Sorgen? Das Schicksal verbietet, was ihr begehrt. Aeneas kennt kein Schicksal als solch. So die du nur lächelt, will ich verachten, all die ohnmächtigen Schicksalsschläge. Trotz eines Eides, den Dido einst abgelegt hatte, sich nie mehr mit einem Mann einzulassen, werden beide während eines Ausflugs ein Paar. Währenddessen hat die oberste Zauberin ihre Hexen versammelt, um ihre Feindin Dido ins Unglück zu stürzen. Ihr Plan lautet, dass ein Geist in der Gestalt des Götterboten Merkur Aeneas erscheinen soll, um diesen an ein lange zurückliegendes Orakel Apollons zu erinnern. Laut dessen soll Aeneas die Gestade Italiens aufsuchen und zur Gründung Roms beitragen. Der Geist beschwört ihn noch am gleichen Tag,
mit seiner Flotte loszusegeln. Verweile, Prinz, und höre das Gebot des großen Jupiters. Er gebietet dir, heute Nacht abzufahren. Heute Nacht? Heute Nacht musst du dies Land verlassen. Der zornige Gott will nicht dulden, längeres Verweilen. Jupiter befiehlt dir, verschwende nicht mehr auf Freuden der Lieben jene kostbaren Stunden, die dir die Götter geschenkt, damit du das westliche Ufer aufsuchst und das zerstörte Troja wieder aufrichtest. Den Geboten Jupiters werde ich folgen. Aeneas verspricht zu gehorchen. Ihn plagen aber sein Gewissen und seine Zweifel, wie er es Dido erklären soll. Doch, ach, mit welchen Worten soll ich meine verletzte Königin besänftigen? Kaum hat sie mir ihr Herz geschenkt, da bin ich auch schon gezwungen, aus ihrer Umarmung zu entfliehen. Wie kann ich nur ein so hartes Schicksal ertragen? Eine Nacht noch verbracht in Freuden, in der nächsten schon der Abschied. Ihr tragt die Schuld, ihr Götter, denn ich gehorche eurem Willen, aber leichter fiel es mir zu sterben. Noch in derselben Nacht machen die Matrosen ihre Schiffe zur Abfahrt bereit. Die Hexen triumphieren über die gelungene Verschwörung. Im Palast kommt Aeneas zu Dido, um Abschied zu nehmen. Sie beschuldigt ihn der Untreue. Aeneas ändert seinen Sinn. Er will doch bei ihr bleiben, aber Dido schickt ihn weg. Weil er nur den Gedanken gefasst hat, sie zu verlassen, kann auch seine Reue nichts mehr ändern. Deine Hand, Belinda. Finsternis umwölbt mich. Der Tod ist nun ein willkommener Gast. Als Aeneas gegangen ist, spürt Dido, dass sie nicht mehr weiterleben kann und begeht Selbstmord. Sie ersticht sich mit dem Dolch.